Seit 6 Uhr heute Morgen. Jawohl, Jürgen, dann zieh doch mal die Tiefkühlpizza rein. Der Zivilverkehr. Wie machst du da 2 oder 3 diesmal? Ha? Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, es wird am Ende so knallen, mit den Behörden zu kooperieren, eine heute Nacht fahren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Oder wann fahren dann? Bitte! Ich hätte auch noch Bock, kannst du was mitbringen? Okay, Anführer der Abweichler. Madam President! Ah, okay, Rückrufzentren, Jericho-Angriff, Armee. Stimmt es, dass Androiden 60% der Streitkräfte ausmachen? Kann unsere Armee immer noch für die Sicherheit des Landes sorgen? Nachdem die ersten Vorfälle bekannt wurden, haben wir sofort alle Militär-Androiden neutralisiert und auch die Nationalgarde zur Verstärkung angefordert. Unsere gesamten Streitkräfte sind Einsatz. Es geht heute um die Natascha hat hinter mir geparkt. Außerdem habe ich nämlich viel Benzin drin, 2 Mal in Urlaub. Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Madam President! Das sehen wir ja noch. Madam President! Intelligentes Leben, Cyberlife. Was passiert jetzt mit Cyberlife? Werden Androiden jetzt verboten? Wir arbeiten sehr eng mit Cyberlife zusammen, um alle Abweichler zu neutralisieren. Ich hab auch ein Auto. Ich werde dazu keine weiteren Kommentare abgeben, bis wir die Androiden gelöst haben. Nee, wir fahren heute Nacht mit. Bitte! Madam President! Madam President! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme muss weiter. Schau später, wie es bei dir weiterhin lief. Viel Spaß noch. Alles klar, vielen Dank, Paceman. Danke, dass du da warst und für dein Raid. Finde ich echt gut, mache ich auch immer. Vielen Dank. Um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Danke. Das wäre alles. Ja, noch ein schöner Abend, Paceman. Erreiche den Busbahnhof. 22:51. Okay, unser Plan für Lokanata ist immer noch aktuell. Oh, jawohl, wird ja nur 20 Minuten. Wenn du später Hunger hast, frage ich nochmal. Mir ist so kalt. Alter, wie kalt. Deaktivieren, eingeschaltet lassen. Aha. Einstellung, Temperatur, Sensitivität aktiviert. Mir lass es mal an. Okay, links haben wir schon. Was ist hier? Oh, nett. Sowas will man doch direkt sehen, wenn man ins erste Fenster reinschaut. Das mit der Präsidentin. Oh, hier leider Waff. Leichensack. Sieht ja richtig übel aus hier. Mir hole es auf jeden Fall mit. Lass uns gehen. Was? Tut sie mir nicht! Lauf und auf die Knie! Ah, das da wird so Perchnacht. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen.
Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Was habe ich gesagt? Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Das wird Wochen dauern, diese Schweinstadt zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht da. Das sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Weiter geht's. Beeilung, rein da. Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Komm schon. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten. Das Mädel ist viel zu gut. Verdammt. Okay, mir hat das... verdammt. Das Mädel überzeugt mich jedes Mal. Verdammte Scheiße. Hey, Kumpel. Nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Ich bin gespannt, ob man es schafft, dann ist er... Bitte! Dann ist er hell. Oh. Okay, finde eine Waffe. Ich hab doch eine Waffe mitgeholt. Nähere dich langsam. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Na komm, sie haben uns ja arg geholfen. Wo ist die Kleine? Es geht dir gut, sie hat sich versteckt. Los, bevor sie dich sehen! Immer diese Anspannung hier. Komm schon. Los. Fertig. Was? Ein Kontrollpunkt. Ja, gut, die haben alles abgeriegelt. Wir haben Hesse, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt einen Umweg, aber der Bus fährt bald ab. Ein sicherer Weg wäre besser. Verdammte Scheiße. Kontrollpunkt sind 3 Minuten. Wow, mir Hand. Es bleibt ja nur die scheiß 3 Minuten. Fuck. Ich meine, nur für noch die Waffe dabei, dann knallen wir sie einfach ab. So eine Scheiße. Was auch passiert, keine Panik, okay? Bleib ganz ruhig. Ausweis bitte. Oh Gott sei Dank haben wir ja Temperaturkern angelost. Ansonsten wäre das nämlich wahrscheinlich ausschlaggebend, dass es nicht geklappt hat. Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen sie hin? Ausgangssperre, Bus, Auto kaputt. Ah, verdammt. Wir wollen mit dem Bus über die Grenze. Meine Tochter soll sicher sein, bis sich die Lage beruhigt. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Krank. Sie ist krank.
die Grippe. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hey, Moment mal. Oh, fuck. Nichts tun. Du hast was verloren. Danke. Bitteschön. Oh, was jetzt wohl passiert wäre, wenn man einfach Lotto Floß geschossen hätte? Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Na dann. Zweiter Anlauf, zweiter Versuch. Mal gucken, wie viel diesmal geknallt wird von uns. Oh Mann, ich hoffe, das wird er wie vorher. Auf jeden Fall immer richtig geile Kulisse hier. Ja. Zu überzeugen können, durch unser erster Marsch, wenn wir die Öffentlichkeit für uns gewonnen haben, denke ich, dass wir es jetzt schaffen sollten. Jetzt bin ich echt gespannt. Friedlich. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Jawohl, öffentliche Meinung, aber unterstützend. Perfekt. Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Schießen und ruhig bleiben. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Wir müssen die öffentliche Meinung überzeugen, so können wir gewinnen. Solche sterben hier gleich alle. Oh Mann, es geht genauso weiter wie vorhin. Öffentliche Meinung muss uns retten. Knien hinsetzen, Hände heben, Faust erheben. Verdammt, mit Knie. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Kommt respektvoller rüber. Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten.
Hochjagen, alle hochjagen, C4. Ja, Jürgen, na, du hast keine ruhige Hand. Du willst immer direkt dran ballern. Wir halten durch. Aber wir versuchen es friedlich durchzuziehen. So, unser Connor MK3. Oh Mann. Eine Enttäuschung, wenn der Sack doch stirbt. Hardblaser Downtown. Finde einen Beobachtungspunkt. Yo, Dragon. Letzter Stream, also hoffentlich mit dem Game und nicht für immer. ob ich heute das Game fertig kann, weiß ich nicht. Letzter Stream, weil das der letzte Stream vor meinem Urlaub ist und dann die nächste 10 bis 12 da kein Content kommen wird. Bis auf YouTube. Da habe ich vorgearbeitet. Aber auf Twitch wird die nächsten Tage dann nichts mehr los sein. Oh Mann, jetzt wird's doch voll interessant. Ich als Marcus tun hier ohne demonstriere, voll friedlich und alles. Und der Connor, MK3, will jetzt den Marcus töten. Wenn ich Marcus jetzt töte, bricht auf jeden Fall ein Krieg aus, ein Bürgerkrieg durch die Öffentlichkeit, wenn wir die von zerseitern. Oh Gott, das wird jetzt richtig. Ich muss mich quasi selbst abknallen, das ist sau schwierig. Also Streamurlaub, muss auch mal sein. Ah jo, auf jeden Fall. Oh, Hank. Das solltest du nicht tun. Vielleicht hilft mir das jetzt, weil ich beim Hank verschissen, dass der Hank mit der Connor tötet. Der frei sein will, das geht mich was an. Er ist kein Mann. Oh mein Gott. Er ist eine Maschine. Durch das ich als Connor gedacht, immer Hank falsche Antworten gepannt. Also, ich habe für mich richtig geantwortet, für seine Meinung falsch. Es hängt jetzt auf meiner Seite. Freundlich, vernünftig, droht. Ich werde meine Mission erfüllen, Lieutenant, ob es Ihnen passt oder nicht. Ich rate Ihnen, mir nicht im Wege zu stehen. Dann wird einer von uns ein Problem kriegen, Connor. Eieiei. Denn ich habe nicht vor, dich machen zu lassen. Ja, der Jürgen tut gerade Fettfingern. Der hat, seine Pizza wahrscheinlich auf der Tastaturleier. Was ist los, Lieutenant? Ist der Whisky alle und Sie suchen jetzt hier nach Ärger? Oh, wie gemein, Connor. Ist das alles, was dein Superprogramm drauf hat? Ich dachte, dir würde besser sein. Wäre auch gut. Oh mein Gott, Hank, es gehe nicht. Die Brüstung weg. So viel Spannung immer zwischen deiner Geschichte, das macht mich fertig, ne? Ich weiß, was mit ihrem Sohn passiert ist, Hank. Es war nicht ihre Schuld. Ein Laster kam auf Eis ins Schleudern und ihr Auto überschlug sich. Ich habe immer welche dabei, ist doch geil. Rede nicht über meinen Sohn. Jawohl, Dragon. Aus in the Jet. Er brauchte eine Notoperation. Aber es war kein Mensch dafür verfügbar, also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Ui. Ein Android hat ihren Sohn getötet, Hank. Und jetzt wollen sie sie retten? Nein. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Alles gut, ist so lustig. Die ganze Zeit macht er die Androiden verantwortlich, aber dieser Mensch war schuld. Er und seine... Oh Mann, ich bin jetzt so gespannt, wie es hier ausgeht, ne? Die Leute auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Immer wenn du tot warst und zurückkamst, da dachte ich an Cole. Ich hätte alles dafür getan, ihn wiederzusehen, um ihn noch einmal zu umarmen. Nur einmal. Aber Menschen kommen nicht zurück, nicht wahr? Oh Gott, ich habe nur die Option zum Angreifen. Los, Hank. Du musst gewinnen. Komm schon. Komm schon, Hank. Lass der Alkohol außen vor und setz dich durch. Zerstöre die Maschine. Alter, Quick Time, Quick Time, komm, 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 komm. Alter, bei Quick Time Events bin ich immer so angespannt. Ja.
Los, Hank, töte Connor. Angreifen. Zack. Oh. So, die Waffe wahrscheinlich zu weit weg gewesen, ne? Oh. Oh. Ah, Mensch, der Kopf ist nicht für Geländer gemacht. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott! Nee, ich kann ihn nicht töten. Ich kann den Henk nicht töten. Das geht nicht. Aber aufhalten werden sie mich nicht. Henk, hol die Waffenknallen ab, komm schon. Ich will an, dass alle gar leben, aber es dürfen nicht alle leben. Das lässt die Geschichte zu. Er ist tot. Ja, das kam jetzt unerwartet. Was? Da kann ich auch, muss einfach die Hose runterlassen. Alter. Oh, die Waffe ist beschädigt. Jo, Alter, Hank ist gestorben. Ich hab sogar Connor gesagt, er soll am Leben lassen, aber Hank wollte doch immer nur sitzen. Und jetzt ist einfach tot, Alter. Das wollte ich nicht. Das kannst du doch nicht. Alter, es war nicht geplant. Es war einfach nicht geplant. Oh mein Gott. Jo, ich überlese wieder. Ich bin gerade voll geschockt, ey. Wir sitzen hier fest. Gute Nacht, das war's für mich. So, ich muss mich konzentrieren, ich muss Tickets finden. Ich brauche Bustickets. Na los, wo kann man Bustickets her? Oh. Sie überprüfen jeden, wir werden schnell auflegen. Ja, wir das müssen hier verschwinden. Ist scheiße. Da hinten ist der Ausgang. Aber wir brauchen noch Tickets. Jo, zu der Herausforderung beigetragen. Huh? Jeder will die Giftcard. Da hinten ist was. Ich glaube, Oliver mag dich. Oliver. Oh Mann, Alter, komm schon drüber weg, dass Hank jetzt gestorben ist, ne? Bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Scheiße, ey. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Ich hab echt gedacht, dass Hank überlebt. Sie hat die Ticket verloren. Natürlich nehmen wir was. Aber wir haben nur eins, wir brauchen zwei. Adult Tickets. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Tickets behalten. Nein. Wir müssen wegkommen. Was machen wir denn jetzt? Sie wäre nicht getötet. Sie haben eine menschliche DNA. Wir sind Roboter. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid, Liebling. Nee, mir war alles so. Oh. Sie waren hier in meiner Tasche. Ja, wir ziehen es jetzt durch. Okay, hier ist der Ausgang. Hier haben wir geprüft. Oh, shit. Was ist der Ausgang da hinten? Bitte Stillheit. Hier kann man es doch bestimmt drum rumschleichen. Verdammt. Okay, geht nicht. Zurückgeben, wie fies. Oh ja, aber
Ich will haben, dass bei Charaktere belebe. Gerade bei Dino Do habe ich alles super hinkriegt bei Dino 2. Und ich kann das jetzt nicht einfach so. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Ich habe das Gefühl, die hätten dir dann geholfen. Ja, das Problem ist, es gibt so viele Entscheidungen, wie was ausgehen kann. Und es ist einfach sau schwierig, ne? Bei Dino Do 2 habe ich es von Anfang an geschafft. Super. Sie interagieren, sie sind zu ihrer Familie zusammengewachsen und. Was passiert jetzt mit dieser Familie? Und ich muss es jetzt durchziehen. Ich habe damit angefangen, ich muss durchziehen. Ehrlich. Wir mussten uns entscheiden, Alice. Entweder sie oder wir. Und die Alice, die hat so ein gutes Herz, also Roboterherz. Wir haben mittlerweile herausgefunden, dass ein Roboter ist, kein Kind ist. Gutes Karma. Oh, sie zeigt Treue. Komm, hau zu und durch. Jetzt geht's nach Kanada. Ja, das haben wir erst vor einer Stunde erfahren, dass das Mädchen ein Roboter ist. Und kein Mensch. Und das Mädchen und die Clara, also Alice und Clara, sind voll zu ihrer Familie zusammengewachsen. Die haben voll Roboterliebe entwickelt. Wir haben nur rausgefunden, dass du Henker Mordes hast. Alter Jürgen, lass es gut sein. Ich bereue es doch schon. Ich muss das Spiel gleich aber durchspielen. Verdammte Scheiße. Aber das Geile an dem Game ist, wir haben jetzt schon fast 15 Stunden Storytime, ne? Das ist richtig gut. So Spiele hat man selten. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. Was dann? Ist das am Anfang ja noch schlimmer? Dann hat ja die alte Perverse eine Robotertochter gehabt. Ich vermute, ja. Wer kommt hin? Stimmt, weil rekonstruiert haben sie es ja nicht. Weil man konnte das Mädchen später in der Zeitschrift sehen. Okay, Blockade. Hey, helft mir! Aber Simon lebt noch. Durch die Fehler, wo Connor gemacht hat. Ach, interessant. Hätte ich nicht gedacht. Wie locker die hier die Autos rumschiebe. Gut, das sollte reichen. Roboterliebe, nein, das nenne ich nicht so. Diese KIs wurden ja quasi menschlich. Ja, sie haben Empfinden von einem Menschen entwickelt. Du siehst halt oben rechts im Bildschirm. Aber es verschafft uns Zeit. Siehst du immer, wie sich deine Entscheidungen auf die Person dir geben, so wie jetzt du, verhalle dort. Und dort steht zum Beispiel mittlerweile bei Alice und Clara Familie. Genau. Und hier der Marcus hat zum Beispiel mit der Endfrau von der Jericho, von einem großen Schiff, Beziehung angefangen. Die hat sogar sich schon geküsst. Okay, überprüfe die Position der Soldaten, unterstütze deine Leute, schicke den Journalisten eine Botschaft. Zuerst mal Feuer anmache. Das machen wir nämlich immer, egal wo wir sind. Truppe der Liga. So, gut. Das habe ich schon gelesen. So, was ist mit ihm hier? Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst. Ich will mich nicht abschalten. Alles brutal, wie die gewisse und so weiter. Es ist okay, Angst zu haben. Entwickler. Ich habe auch Angst. Wie sie sich voll vermenschlichen. Aber ich kann doch nicht zusehen, wie sie uns töten. Das verstehst du doch. Keine Ahnung, von du redest. Kennt das Game nur stückweise vom Zusehen. Das wäre nie passiert, wenn wir geschwiegen hätten. Die Jürgen hat das ganze Game schon mitgeguckt. Die Hälfte hat er zwar geschlafen, aber er war dabei. So. Oh, wichtig, hier ist noch ein Buch, das brauchen wir. Detroit Today.
Sie fordern uns heraus. Androidenaufstand in Detroit. Ah, das, wo man hier sieht. Warte mal. Genau, das war der Anschlag, wo man geplant hatte, wo wir die Androide befreit haben. Das haben wir gestern gemacht. Feed lost. Okay. So. Sehr schön mit den Leuten alles reden, bevor wir hier weitermachen. Viele unserer Leute sind gefallen. Das ist eigentlich gefährlich, wenn Maschinen Gefühle entwickeln und somit eigene Entscheidungen treffen können. Wer weiß, ob sowas sogar wirklich passieren kann. Ja, aber bis sowas wirklich mal passiert, das kriegen wir nicht mehr mit. Leider, das wäre meine Zeit, ey. Alles elektronisch, alles gekoppelt. Marcus, wir haben, was du wolltest. Dann hätten wir Menschen verloren, wie im Film I, Robot, Will Smith. Das ist echt so. Sie nur das bei Robot, dass das echt gruselig ist, wo sie da in den Häusern rumrennen und alles. Ah ne, ein Robot? Ah, es war ein Legend, wo ich Männer. Oh mein Gott. Gefangene. Mülltonnen zum Anzünden, wichtig. Es gibt ja jetzt schon fast KIs wie die im Game. Ja, aber wie die im Game sind wir noch lang entfernt. Okay, hier machen wir die Ansprache. Da hinten war das Buch. Mit ihr müssen wir noch reden. My Love ist das. My Affäre. Es ist wohl besser als gar nichts. Ne, noch keine Rede, ich muss die weiße Flagge noch holen. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Jo, 8 Stunden, Alter. Und das nur mit Detroit, Jürgen, ne? Und wenn ich sehe, wie schnell die Technik sich entwickelt, haben wir in maximal 20 Jahren genau solche Roboter wie die hier. Oh, verdammt, Ah, lenke mich nicht ab, ich muss hier mal scheiß Fragen beantworten. Nein. Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Muss ich sagen, die liebt mich schon, ne? Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Ja, stimmt, wenn ich mein Partner nicht unterstützen wird. Ja, Dragon, da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was alles auf uns zukommt. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte, was wir noch so miterleben dürfen. Echt jetzt? Das will er jetzt nicht machen. Ich hab aber nur die... Oh, ich hab gedacht, er zündet das Ding, ey. Es wird auf jeden Fall nach hinten losgehen. Das Problem ist, ich habe vorhin hier Fernbedienung mitgeholt, die ein anderer Android hier platziert hat, weil er hat irgendwo Nuklearsprengstoff in der Stadt hinterlassen. Oh. Marcus, komm her! Nein, 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 jetzt bin ich auf, ich brauche die weiße Flak. Oh, die FBI-Fratze. Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden nichts tun. Ich brauch die scheiß Flak. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Ich brauch die weiße Flak, damit wir die Öffentlichkeit auf unserer Seite gewinnen. Weil nur die kann uns noch retten. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ja, klar. Der ist total hinterfotzig. Ablehnen. Ich habe nichts mehr zu sagen.
Lasst mein Volk frei, dann reden wir. Ich will mit dir verhandeln. Wolltet ihr das nicht? Verdammt! Ablehnung. Ihr kennt meine Antwort. Dann machen wir es anders. Okay. Er ist halt so richtig hinterlistig, ne? Der wird uns auf jeden Fall noch ins Tricker. Roboterarmee gegen die Menschen. Die Roboter werden gewinnen. Ja, müssen sie, ne? Sonst hätte ich ja keine Spielarmee. Oh mein Gott. Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Ja, Jürgen, die kommt aus der Schweiz. Wenn wir heute sterben müssen. Die streamt auch. Kannst du auch mal Follow hinterlassen. Wenn sie mal streamt, kannst du auch mal zugucken. Ja, im echten Leben ist so eine gute Idee, ja. Oh, die nächste Grenzkontrolle. Wie bereits zieht sich die Strecke langsam zu. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Mann, die hätte sich besser eben im Wald zurückgezogen. Hatte ich so ein Gefühl. Oh, Jürgen, hast du Gefühle, ha? Voila Krise. Hier lang, bitte. Ja, immer mal in Deutsch. Tja. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Okay, wir müssen uns auf Heizer, oder? Hast du mich bereits gestalkt? Ich schreibe ja auf Deutsch. Okay, überquere die Grenze, suche Hilfe. Oh, drei Optionen haben wir. Hier rechts haben wir Pass. Voller Krise, an den Hinsen liegt hoch, aber selbst lässt du liegen. Ich kann nicht laufen. Ausweis bitte. Sie sind friedlich. Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Es ist Jerry hier. In Ordnung. Bitte sehr. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Ja, mir den Weg freigeschaltet. Okay, was haben wir noch? Der andere Jerry ist wahrscheinlich dahin. Ah, ne. Okay, wir brauchen Optionen. Oh, hier ist die, wo uns geholfen hat über die Grenze. Rose, genau. Du musst es sonst mal leiser machen, wir uns die übertönen den Stream komplett. Ey, heute müssen wir richtig rennballern, oder nicht? dritte Option. Noch eine dritte Option brauchen wir. Toilette. Okay. Das ist gut so. Bleibt Jürgen einmal wach. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Oh, oh. Meine Tochter muss auf die Toilette. Ob wir uns jetzt auf dem Klo irgendwie warm machen können, dass die Temperatur, dass das funktioniert. Finde einen versteckten Ort. Hilfe gefunden, okay. Wie das Flippens übertönt wird. Naja. Love is in the air. Sind immer nur kurze Sekunden, wo sie übertönt wird. Aber ich kann mal gucken oder noch im Urlaub, ob ich so klein bisschen runter regel. Fängt sie jetzt an zu heulen? Sie ist doch Roboter.
Sie hat uns geholfen, in die Nähe von der Grenze zu kommen. Sie ist unser Schmuggler, unser Menschenschmuggler. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Ja, ich weiß, manche sonst sind länger, aber die kommen ja nicht so oft. Bruder, Kontrolle, Revolution, Aufbruch, Kontrolle. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Ja, ich mach die Töne ein bisschen leiser. Irgendwann? Nee, beim nächsten Mal. Ich werde da sein. Perfekt, wir haben den dritten Ausgang gefunden. Bruder, Aufbruch, auf Wiedersehen. Sie verlassen Detroit? Wir können doch ruhig sterben, es ist ein Tropperdach. Nee, Jürgen, wir versuchen so viel wie möglich zu retten. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen. Wie kann ein Roboter weinen? Keine Ahnung. Altöl. Sie haben mir die Adresse ihres Bruders gegeben. Aber sie hat geweint. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Was passiert jetzt mit Marcus? Altöl. Er protestiert friedlich vor einem der Androidenlager. Was auch immer passiert. In die Geschichte eingehen. Indem man das Öl in die Flasche öffnet und kippt. Okay, die Toilette-Sitzung ist jetzt beendet. Vorausgesprochen. Uns fehlt noch eine dritte Option. Immer noch eine dritte Option. Wir sind auf dem Klo. Kann man es hier nicht mit warmem Wasser aufwärmen oder so? Ne, mehr nur noch der Ausgang, ne? Okay. Dann Showtime. Welche Öffnung ist denn die richtige? Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Denkt ihr? Okay, wir brauchen Optionen. Wir müssen hier irgendwie uns durchlösen. Triff eine Wahl. Selbst opfern, Cherry opfern, niemanden opfern. Oh mein Gott! Verdammt! Oh, das ist so kalt, ne? Das erste Mal Cherry rette und jetzt tun wir noch opfern. Oh mein Gott. Ganz schöne Gewissenskonflikte hier. Ach du Scheiße. Kannst ja beide Wege versuchen. Ja, ich opfer jetzt Jerry. Kacke. Ausweis? Nur durch spielbrauchliche Therapie, weil ich mit meinen Entscheidungen nicht klarkomme. Geht's ihr gut? Sie ist krank. Hey, du musst keine Angst mehr haben, Kleine. Es gibt keine Androiden hier drüben. Willkommen in Kanada. Oh, Kanada.
Sie haben keine Temperatur gemessen, ne? Mir hätte keine wirklich beide Retter. Großer Gott. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Jetzt da haben die Öffnungen. Ach so. Okay, jetzt sind wir dabei, Markus. Oh, Alter, die nächste Granate. Nein, ich hab verkackt! Oh mein Gott. Ja, es sieht echt scheiße für uns aus. Ich gehe stark davon aus, dass ich gleich die Bombe zünden muss. Komm schon, Markus. Los, 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 los. Nein, nein! So ein Drama, ne? Okay, Chat, ich habe immer noch die Option, die Bombe zu zünden. Wenn es jetzt so dazu kommt, soll man zünden oder nicht? Ja. Ah, Gott, ich hätte so gerne die Bombe zünden. Nee, komm. Wir müssen beweisen, dass wir menschlich sind. Oh, fuck. Wobei die Bombe mich echt interessiert hätte, ne? Da wäre wahrscheinlich alles dann um die Ohren geflogen. Nee, Jürgen, ich muss. Ich habe gesagt, ich probiere es friedlich. Ich spiele es nochmal durch, noch im Urlaub. Und dann machen wir alles aggressiv, so richtig auf Krampf. Genau, sie macht die Waffe nieder. Oh Gott, oh Gott. Ja, öffentliche Meinung sie unterstützend. Nicht schießen. Zweier Androiden, die sich im Angesicht des Todes küssen, das ganze Land bewegt. Oder sind sie eine Lebensform, die wir nicht anerkennen wollen? Können Abweichler Emotionen empfinden? Und wenn sie welche empfinden, müssen wir sie dann als eigenständige Lebewesen betrachten? Präsidentin Warren soll persönlich eingegriffen haben, um die Androiden zu verschonen. Die friedliche Demonstration der Abweichler und der Respekt ihres Anführers Marcus hat ihnen Sympathie unter manchen der Bürger eingebracht. Deshalb habe ich angeordnet, die Zerstörung der Androiden ab sofort und bis auf Weiteres auszusetzen. Ich habe zudem einen Sonderausschuss des Senats angewiesen, die Fakten zu Jetzt habe ich Pipi in den Augen. Alter, machst du zu mit Fieber, ne? Das ist einfach brutal. Ob es sich hierbei tatsächlich um eine neue und intelligente Lebensform handelt. So eine fesselnde Heute Story. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Was für Zeit läuft hier gerade runter? Wir litten schweigend. Da war er ohne links gestanden, Minuten zu viel Sekunden. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben. Das war eh nur sieben nachts. Und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Öl in der falschen Öffnung. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Oh mein Gott. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Alter. Und heute. Wir schießen nicht, wenn der Connor jetzt geschossen hätte, jetzt richtig versaut. Heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Oh, ja. Jetzt geht's bis für den Connor aus, aber ist okay.
Nee, der richtige wurde schon gewählt. Alter. Connor, was machst du denn? Gehorche, das ist dein Befehl. Ich kann das nicht tun. Ich verstehe. Moralische Zweifel. Wir wussten, dass du gefährdet sein könntest. Deshalb war immer geplant, dass wir wieder die Kontrolle über dein Programm übernehmen. Kontrolle übernehmen? Das können sie nicht tun. Das kann ich durchaus, Connor. Du brauchst überhaupt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Die schwarze Frau ist in dem Sinne meine Auftraggeberin und meine Schöpferin. Mehr, da bin ich ja irgendwie. Und die ist durchgehend von mir enttäuscht, weil ich menschliche Entscheidungen treffe als Roboter. Finde einen Weg nach draußen. Wir sind im Garten, okay. Genau. Die Frage ist nur, wie finden wir denn den Notausgang für aus dem Programm rauszukommen? Weil der eigentliche Programmierer, der ist gegangen, aber keiner sagt uns warum. Es ist zu lang her. Ich weiß nicht, ob sie die Böse ist oder so. Ihr passt es einfach nur nicht, dass die Roboter eine Meinung haben. Roboter sollen Roboter sind und bleiben. Ich vermute, es hat was mit dem Stehen auf sich. Wie ich nämlich am Anfang vom Spiel getestet habe, konnte ich den nicht nutzen. Ich würde jetzt nochmal aktivieren, vielleicht funktioniert es. Vielleicht ist das der hintere Ausgang, wie der Programmierer ihn erlebt hat, dass ich hier rauskommen kann. Ich bin jetzt quasi in meinem eigenen Hirn gefangen. Komm schon. Vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Ach, so gesehen ist es dann Base. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Wenn man so jetzt die Story halt sieht. Ne? Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei. Freiheit für die Roboter. Schwierige Entscheidungen. Grenze zwischen den USA und Kanada, außerhalb von Detroit. 23.36 Uhr. Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei. Jo, die finde ich auch voll süß, die Kleinen. Deswegen war mir extrem wichtig, dass die zwei Roboter-Personen eine super Beziehung zueinander aufbauen können. Und wir haben es geschafft. Oh. Alter, brutal das Game. Echt übel. Oh, voll die Schweißfinger.
Oh Mann. Schade aber, dass wir der Hank mit hatte konnte. Alter, das wäre richtig geiler Film. Das wäre so einer wie bei Avatar, wo es so 3-4 Stunden gibt wahrscheinlich. Endlich geschafft. Okay, der Abspann kann ich nicht überspringen. Ne, geht das. Okay, dann müssen wir noch gucken. So, ich bin schon mega hyped von dem Borderlands verfilmen. Echt, soll Borderlands verfilmt werden? Also das Spiel an sich hat mir nicht gefallen, aber den Film würde ich bestimmt gucken. Soll das auch in so einer, in so einer Comic-Art rauskommen? Alle Verfilmung. Ah, gut, das hört schon dann schon interessant an, ne? Da kann man ja dann noch ein bisschen mehr rausholen. Da ist unser böser Daddy. Ich habe wirklich über die ganze Zeit gedacht, dass das Mädchen ein Mensch wäre. Stars in Hauptrollen. Bruce Willis, oder? Das wäre geil. Wann soll der Film rauskommen? Weiß man da schon was? Yay. Oh, ich... jetzt mich ja so freue, wenn von dem Game noch ein zweiter Teil rauskommen wird, ne? Das wäre so geil. So, kommen wir über die 20.000 Punkte safe, ne? Ja. Alter, wie viele Entscheidungen, ne? Jetzt müssen wir noch Erfolg haben, oder? Okay. Alter, guck mal, wie viel Ende, ne? Hier 3 Ende, hier haben wir nochmal 2. Es kann halt so schnell direkt hier in die Brüche gehen. Das ist irre. Fortfahren geht's ja noch weiter.